Hallo meine lieben Freunde, ein ganz spontanes Let's Play auf unserem Minenarbeit.de Server. Und zwar bin ich hier in Wiesenfels und baue mir eine Stadt in den Hang. Ich habe oben eine Burg, unten einen Hafen und dazwischen ist ein großer Hang. Jedenfalls noch. Und dieser Hang, der soll bebaut werden mit einer Stadt. Und Seifenblase hilft mir hier gerade mal. Ich zeige euch das mal hier. Ich glaube, das ist tief genug. Oh, ein Loch. Ich habe ein Loch gefunden. Da kommt ein Keller rein. Das ist tief genug. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man hier so zusammen auch ein bisschen was auf dem Multiplayer-Server so machen kann. Auch für die Leute, die sich ja vielleicht gar nicht so damit auskennen. Ein bisschen die klassischen Singleplayer sind, ne? So wie ich es eigentlich auch bin, aber es ist halt irgendwie doch... Ach komm, die noch weg hier. Dahinter ist ja noch voll der Raum. Da war schon mal jemand drin, okay. Komisch. Na, weiß gar nicht hier, was hier ist. So groß war das gar nicht geplant. Ich wollte hier... Ja, ihr seht das schon, da entstehen schon kleine Häuser. Hier war gerade, dann habe ich ein Dach drauf gesetzt. Ja, das ist aber jetzt groß genug. Das ist jetzt groß genug. Hier soll ein Schaufenster reingebaut werden. Ja, genau. Die Seifenblase macht das schon genau richtig. Er setzt jetzt die Wände. Es ist sehr, sehr schön, wenn man überhaupt nicht... man muss gar nicht jedes Teil Detail besprechen, sondern es klappt dann irgendwie plötzlich so. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn dann vielleicht mal jemand mitmacht, der dann vielleicht gerade mal einen Stein so setzt, wie man das selber vielleicht jetzt nicht machen würde. Das ist gerade der Reiz daran, ne? Dass man so zusammen irgendwie mal sich ein bisschen ergänzt. Mal guckt, wie baut denn der andere da? Und das baut man danach. Dann macht sie jetzt diese Reihe auch noch Stein. So. Vielleicht ab hier. Genau. Ab da dann schön Stein. So, in die Wand. Hab ich gerade nicht da. So ein Murks. Ich hol was. Jemand sagt gerade auf Wiedersehen, Captain Keks. Ich bin schlafen. Gute Nacht. Dann sagen wir dem auch mal eben gute Nacht. Im Chat global. Nacht. So, und dann auch wieder zurück in den Chat global. Es sind natürlich Leute, die hier so viel mitmachen. Na, da muss man natürlich auch mal gute Nacht sagen, wenn die sich dann verabschieden. Es ist auch tatsächlich so, dass es mal wieder sehr spät ist gerade. Wir haben wirklich ja sonst keine Möglichkeiten, hier in Ruhe mal so ein Let's Show zu drehen auf dem Server im Moment. Weil es hier drunter und drüber geht. Das ist jetzt auch mal eine Möglichkeit, in meine Kisten reinzugucken. Ne, die sie ja sonst verschlossen sind für andere Spiele. Die stehen dann da immer vor und ich sollte vielleicht mal Eintritt nehmen. Ne, und fragen sich, was ist denn da bloß in der Kiste drin? Oh, so viel Pilienholz habe ich hier. Uiuiui, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Das brauche ich auch gleich noch alles. Stufen kann man mal verbauen. So, den restlichen Schönstein. Ah, ich habe noch welchen in der Kiste, glaube ich, irgendwo gesehen. Nee, habe ich, glaube ich, verschenkt, ne? Ach, nee, ah, ich weiß, wo ich das Ding getan habe, ja. Ja, dann guckt mal eben weg. So, und dann haben wir nämlich jetzt auch Schönstein im Repertoire. 128 Dinger und ich laufe auch mal wieder runter. Man sieht ja auch mal schön hier, rennen wir ein bisschen durch Wiesenfels. Die Burg, das war alles hier, nur die bisherige Burg. Und dann ging es hier runter, das war alles Außengelände schon. Da unten zum Hafen. Und das baue ich hier in den Hang rein, halt so eine Stadt. Mit Shops und allem drum und dran. Wo war das nochmal? Eine Etage noch tiefer. Das muss man so terrassenförmig anlegen. So, und dann jetzt so da den Schönstein rein. Na? Genau. Da müssen wir gucken. Jetzt weiß ich ja, dass da unten so ein Keller ist.
Ich muss mich jetzt auch mal wieder mit. Ja, genau, das macht sie richtig. Genau, da will ich die Wand auch haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Verständigung ist natürlich ein bisschen langsam hier so auf so einem Server. Macht man viel mit diesem Chat, ne? Und andererseits hat es wieder den Vorteil, es ist relativ entspannt. Ja, Fußboden kann man später schöner machen. Bau erstmal Lampen. Vorne sollen Schaufenster hin. Guck mal eben weg. So, ich habe mir nämlich mal eben noch Glas hergestellt. Da habe ich das Glas, mein Inventar ist chronisch voll. Das ist wirklich. Ja, nee, einen zurück. Genau. Vielleicht, so. Obwohl, das macht keinen Sinn, weil da jetzt ja wirklich der Balken vor ist. Warte mal. So, irgendwie drei. Vielleicht mal gucken, was sie sagt. Ich frage sie jetzt mal. Was meinst du? So. Sinnlos da oben, wie gesagt, Glas auf vor ihnen ist das eigentlich okay. So. Ja. Schauen wir mal hier. Ja. Was meinst du denn? Muss man immer ein bisschen so abwarten. Und hier dann die eine Doppeltür. Ja, genau. Ja, genau. Ne? Ja. Leute, man kann den kleinen weißen Farm auch unter der Erde machen oder wächst es da nicht? Ja, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Da gibt es genug Leute, die sich damit auskennen. Denn da oben auch Glas. Mach mal. Damit ich verstehe, was sie auch jetzt wirklich meint. Ach, hier. So. Das finde ich ganz gut eigentlich, ne? Das wird dann so ein Laden. Obwohl, ich wollte mich heute den ganzen Tag damit befassen, das mal so Shops zu programmieren und mal zu gucken, wie man das jetzt wirklich macht, damit ich auch die Admins mal in der Beziehung. Ja. Habe ich. Damit ich die Admins in der Beziehung mal etwas entlasten kann. Aber ich bin da einfach nicht so gekommen. Ja. Ich bin jetzt gerade, wo es so spät ist, mal so ein bisschen in meiner eigenen Stadt mal wieder und. Ach so, meinst du das? Ja, klar, wegen der Tür. Ja. So kann man das machen. Glücklich. Ne? Ja, ich bin jetzt erst dazu gekommen, hier in Ruhe mal ein bisschen zu bauen, weil die ganze Zeit ist immer irgendwie nur, ja, ich musste auch ganz vielen Leuten absagen hier, die mal mit mir ein bisschen sprechen wollten oder mal gucken, was oder dass ich mal zu ihnen komme, gucken. Das war heute teilweise so chaotisch. Fand ich jetzt jedenfalls, ne, weil ich, wie gesagt, damit nicht so eine Erfahrung habe mit diesem, Multiplayer-Gedöne. Und wenn man halt so einen Server betreibt, ist das nochmal etwas ganz anderes als einfach nur auf einen Server zu gehen zum Spielen. Ja, denn. Ah, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Da oben ist schon irgendwas. Ja, mal gucken, was das ist da oben. Mal sehen.
was das da oben ist. Ja, und dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn du dich selber kümmern musst und da so involviert bist in so einem Serverbetrieb, dann ist das natürlich wirklich, dann hast du ja wirklich die ganzen Aufgaben, musst dich kümmern und Leuten was erklären, wo ist denn das Loch überhaupt, ne? Und du hast dann überhaupt keine Ruhe. Das ist jetzt erst so spät, Michi. Ich finde da überhaupt nicht, wo das sein soll. Wo ist denn das? Ach, hier, hier. Ach, hier, okay. Da können wir die Decke machen. Das ist dann hier der Fußboden. Die Frage ist nur wie, ne? Die Frage ist nur wie. Da will gerade mein Admin was von mir. Da schaue ich mal eben nach, was er denn hat. Ja. Hoffentlich ist das jetzt nichts Peinliches oder unheimlich Wichtiges, weil ich das ja jetzt filme. Außerdem habe ich jetzt gar keine Lust irgendwie, weil ich endlich mal ein bisschen was bauen möchte. Ah, okay, das ist natürlich überhaupt nichts Schlimmes. Darüber ist natürlich, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ist doch ganz klar, ich habe ihn heute natürlich in einem Video gedreht, das für Earl öffentlich habe. Und da habe ich eine, auch einen Link zu seinem Kanal und ihn erwähnt. Es ist ja völlig klar, das ist ja logisch, dass ich das mache. Aber ist natürlich auch sehr schön festzustellen, dass das auch zur Kenntnis genommen wird. Ne? Habe ich aber bisher allen bei allen gehabt, die ich mal irgendwie erwähnt habe. Wie würdest du die Decke machen? Ah, erstmal wieder in den lokalen Chat, ne, gehen, damit dann nicht immer die ganze Welt mitbekommt, was man hier. Dann kommen alle die Fragen, was, hä, wer, wie, was, ne, wo, ne, warum, mit wem sprichst du, ne? Wie würdest du die Decke gestalten, sage ich jetzt mal, gestalten? Das macht direkt was her, ne? Machen wir mal jetzt noch ein Steinchen rein. Ich gehe dann auch mal wieder runter zu ihr. Das ist so. Ich möchte ja nicht so von oben herabblicken, ne? Also nur Cobblestone. Was hat sie gesagt? Halbstein? Ich weiß nicht, Halbstein mit die Decke? Oder farbige Wolle? Schmeiß ich jetzt mal einfach so eine Runde in den Raum. Mal sehen, was sie sagt. Farbige Wolle. Ja klar, da musste ja kommen, ne? Kuschelecke hier, irgendwie pinke Wolle. Könnte man ja ein Wollshop. Warum eigentlich nicht? Heute kamen öfters mal Anfragen ein, von wegen, wo es denn Wolle in der und der Farbe gäbe. Finde ich gut. Weniger gut finde ich, dass jetzt die Zeit für das Video abgelaufen ist, Leute. Ich wollte euch noch mal ein kleines Let's Show bieten und möchte das eigentlich in dieser Art öfters tun. Das wird jetzt nicht am Stück immer alles passieren. Das ist unmöglich. Na, ich kann nicht am Stück hier jetzt drehen. Das geht nicht. Also wirklich jetzt hier die nächste Folge anfangen. Ne? Aber egal. Ich hoffe, euch gefällt das alles. Und ihr habt viel Spaß. Ne? Seid glücklich und lieb.